friedlich die kleinen Vorbeugs da durchs hohe Gras stapfen, nichts ahnend, dass ich sie gleich hinterrücks erschießen werde. Herzlich willkommen. Was wolltest du mit so einer Psychostimme einleiten? Ist mir nicht gelungen. Herzlich willkommen zurück bei World of Warcraft. Wir sind nach wie vor in Ashenvale, aber ich glaube, dass wir diese Folge nach 1000 Nadeln gehen. Und damit das auch wirklich so funktioniert, legen wir direkt los. Ja, wie schon eingeleitet, wir müssen uns hier mit dem zweiten Stamm der Furbolgs anlegen. Beziehungsweise wir müssen hier niemanden töten, wir müssen hier ein Totem platzieren. Und ich schätze mal, dass das hier vorne auf dem Hügel sein wird. Und dann müssen wir Tower Defense spielen. Ich hoffe, das sind nicht so viele, wie ich befürchte. Aber wahrscheinlich werden es noch mehr sein. Machen wir uns keine falschen Hoffnungen. Ach ja, und diese blöden Notizen hier. Das sind Leute. Ach komm, die kann ich auch verkaufen, egal. Boah. Ja, wird schon irgendwie passen. Das sah eben nicht nach so vielen aus. Wenn man hier unten ist, weiß ich nicht. Aber wenigstens sind sie im Level nicht so hoch. Das sollte schon alles irgendwie. Irgendwie klappt das schon. Es hätte noch immer Jod hier, Junge. Oder hätten wir fast neu eingepult. Ja, gut. Aber solange Pumba die tankt, sollte das kein Problem darstellen. Ja, ich weiß gar nicht, sieht man das in der Kamera? Nee, ich glaube nicht. Ich habe mir nämlich übers Wochenende einen kleinen Rotstich im Gesicht zugelegt. Ein bisschen sehr viel ohne Sonnencreme in der Sonne gelegen. Und da ich einen Bildungsauftrag habe, Kinder, krepp euch immer ein, wenn ihr in die Sonne geht. Ich bin froh, dass auf der Kamera sieht man gar nichts davon. Aber ich habe mich eben im Spiegel gesehen und war ein wenig überrascht. Um nicht zu sagen, schockiert. Was da los ist. Aber glücklicherweise ist das bei mir nie sonderlich schlimm. Also ich bekomme eigentlich echt nicht schnell einen Sonnenbrand. Und wenn, dann wird das auch glücklicherweise eine gesunde Bräune. Aber trotzdem, das hat mich im ersten Moment minimal schockiert. Aber es war auch ein... Mein Gott, die Maus hier macht schon wieder, was sie will. Brauche eine neue. Genau, aber ansonsten... Alles beim Alten. Genug Zeit draußen gewesen. Endlich wieder Videospiele. Schön die Jalousien runterziehen. Monitorbräune. Beste Bräune. Nee, warte. Ich will nichts essen. Ich möchte... Ach, okay. Füttern darf ich nicht, wenn er... Ja gut, ich glaube, füttern hilft auch gar nicht beim Heilen. Ich glaube, da ist hier heilen schon die beste Option. Ach, da steht ja immer noch das Tote. Hinfort. Also, und ganz offensichtlich ist das der Hügel hier, auf den wir das Totem stellen müssen. Ich bezweifle halt, dass es die Furbolgs, die jetzt da sind, anziehen wird. Also, da werden nochmal eigene spawnen. Also sonst hätte ich gesagt, dass wir jetzt hier ein bisschen das Gelände ausdünnen. Okay, Pumba ist der gleichen Meinung. Aber naja, wir müssen noch... Oh Gott, wieso habe ich... Ich hab doch Pumba eben geheilt. Wieso ist denn der schon wieder so low? Was ist denn noch hier los? Und morgen tatsächlich, meine Lieben, der Zockwoch wird ein Zockdienst? Ein Dienstzock. Ja, so wird ein Schuh draus. Es wird ein Dienstzock, weil wir diese Woche ein bisschen... umplanen müssen. Das heißt, ihr werdet am Mittwoch dann den neuen Teil vom Civilization 6 Dienstzock in dem Fall sehen. Und ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Denn Tosco ist eine brachiale Religionsmacht. Das müssen wir einfach neidlos anerkennen. Aber ich bin noch nicht so ganz... Ich habe ein paar Ideen, wie ich ihm da entgegenkommen möchte. Wie man da am Verhandlungstisch... sich absprechen kann. Aber mal schauen. So viel dazu. Und dann gibt's nochmal Wolong. Und dann, meine Lieben, ist ja auch schon die große Woche angebrochen. Die Woche, in der Diablo rauskommt. Oh Leute. Am Freitag, da werde ich mich hier mit Junkfood und
Wasser. Mit Junkfood und Wasser werde ich mich hier in diesem Zimmer einsperren und werde Diablo komplett kaputt spielen. Ich weiß noch nicht. Okay, konzentrieren Sie erstmal kurz auf das Totem. Ui. Was ist mein Totem? So, komm. Ah, ja, okay. Alles klar, verstehe. Genau, also wie gesagt, Freitag gibt es dann super viel Diablo. Also ab Freitag gibt es super viel Diablo. Weil das wird erstmal jegliches anderes Spiel bei mir stark in den Hintergrund drücken. Das wird einfach so sein, da müssen wir uns drumherum arrangieren, aber das schaffen wir schon. Hey, nicht so viel auf einmal. Genau, soweit, so gut. Ich überlege auch tatsächlich, ob ich dann Diablo 4 einfach... Ob ich das einfach streame. Ist vielleicht gar nicht so dumm, ne? Ja, muss ich mal gucken, wie ich das mache. Mal schauen. Aber es wird bestimmt irgendwie dann im Rahmen vom Diablo 4 Release nochmal Streams geben, weil es natürlich ein sehr gutes Stream-Game. Kann man halt gut einfach anwerfen, ein bisschen grinden. Vielleicht auch mit euch zusammenzocken, ich meine... Warum nicht? Es haben sich zwar schon im Freundeskreis sind halt auch schon super viele Leute, die sagen, oh, wir haben keinen Mana, um Pumba zu heilen. Oh no. Oh, Pumba. Ah, ich hätte das mal nicht machen dürfen. 17 HP, er wird sterben. Ja, der ist tot. Oh, ärgerlich. Hoffentlich bist du der Letzte. Dann für mich nochmal einen Heiltrank. Den schlucke ich mal direkt. Nee, warte mal, die haben das Totem abgerissen. Ach, Alter, hör doch auf. Nee, Moment mal. König der Fäulnis-Clown. Auf den warten wir hier gerade noch. Der ist noch überhaupt nicht da. Oh Gott. Dann wird wahrscheinlich nach ihm, weil hier gerade keiner mehr spawnt, der König spawnen. Und wir, wir stehen hier mit 200 AP. Ach, du grüne Neune. Oder? Nee, die haben das Totem abgerissen. Ja, okay. Ja, ärgerlich. Dann müssen wir das nochmal anders angehen. Wie machen wir das dann? Dann stellen wir das Totem hin und kämpfen nicht auf dem Hügel, sondern vom Rand. Dann können wir einfach draufballern. Pumba tankt. Und weniger Fähigkeiten benutzen, damit wir ordentlich Mana ready haben. Für den Fall der Fälle, dass wir Pumba heilen müssen. Das ist schon wieder, ich hasse solche Quests, ne? Das ist halt einfach... Sobald du mehr als zwei Gegner hast, ist das Thema eigentlich durch. Vor allem, also wenn dann auch noch da konstant rangekloppt wird. Halt muss doch nicht sein. Genau, das haben wir fertig. Ach ja, stimmt. Hier unten gibt es ja noch den See. Das müssen wir noch machen. Tydris. Ist Tydris nicht eine von den... aus Kung Fu Panda? Die heißt Tydris. Schon nah dran. Müsst ihr zugeben. So, jetzt noch gerne hier so ein... Habe ich nicht noch so einen Melonensaft-Schnaps hier irgendwo rumfliegen? Da, ein bisschen was fürs Mana. Und dann können wir uns... um das Gemetzel kümmern. Ich hoffe, das klappt diesmal besser. Ist angeblich für Level 26 gedacht, also... Mal schauen. Banner. Platzieren. Nicht? Ja. Banner? Wo ist... ich habe auch gar keinen Banner mehr hier, ne? Ist die Quest jetzt gescheitert? Nö. Platziert Karangs Banner. So müsste das aussehen vom Icon. Da stimmt was nicht. Versuchen wir mit einem Reload. Zweifel allerdings. Oh, jetzt hat das... Ah, sehr schön. Da ist es. Ich glaube aber... Ne, guck mal, der findet das jetzt hier auch nicht mehr. Ja, so eine Kacke. Oh Gott, die respawnen gerade alle. Warte mal. Nix hier runter hier.
Das ist ja blöd. Ja, dann müssen wir uns beim Splinter Tree Posten nochmal melden. Wobei, ne Quatsch, das ist von hier oben, ne? Ne, inmitten der Ruinen. Naja, wie dem auch sei. Dann, wir gehen jetzt runter an den See. Offensichtlich können wir jetzt hier gerade nicht. Nee. Wirklich. Ihr seid mir jetzt völlig egal. Nee, ach, du hast mich nicht getroffen. Wie lange soll denn dein Schwert sein? Das kannst du doch keinem erzählen. Brumba, nimm mal hier die Höhlenbehüter, Tante. Den Tante-Richter weg. Ach, das sind ja, werden ja immer mehr hier. Eieiei. Ja, perfekt gepult. Ja, fantastisch. Wir schaffen das, wir schaffen das. Glaube ich. Viele, viele Narben im Rücken. Wie Zorro schon sagte, ein echter Schwertkämpfer. Nee, wie sagt er? Narben auf dem Rücken sind eine Schande für einen Schwertkämpfer. Irgendwie sowas. Ich bin ja Bogenschütze, ich bin ja Jäger. Aber das interessiert mich, was Zorro da zu melden hat. Ich bin mehr so der Lysop. Da sehe ich mich mehr. Wobei der auch zu krass ist inzwischen. Das ist auch nicht mehr. Die sind alle einfach zu krass inzwischen. Sehr schön, Pumba hat überlebt. Ich habe überlebt. Ein Traum. Dann wollen wir mal zurück an diesen verhassten See. Ich kann mich noch sehr erinnern. Das war eine unserer ersten Berührungspunkte mit Ashenvale. Und das war kein schöner. So. Tidris, oh Tidris. Am besten räumen wir erstmal auf. Nicht, was mit dieser Maus los ist. Das ärgert mich aber sehr. Das ist der einzige, die ich habe da so drei kleine Adapter an der Seite, die ich austauschen kann. Und für WoW mache ich da halt das Naga-Modul dran. Und das ist das einzige Modul, das Faxen macht. Finde ich nicht okay. Alle anderen funktionieren einwandfrei. Ich muss mir das gleich mal angucken. Ist das Tidris? Nee, das ist nicht Tidris. Wo bist du denn? Das ist wieder so der Fall, ne? Wenn man es dann mal haben will, dann ist es nicht da. Business as usual. Und er ist immun gegen Gift. Hätte man sich denken können. Aber der pest auf jeden Fall hier über die Insel. Der hat eine... Ja, das ist ja eine relativ einfache Patrouille, die da läuft. Hier müssten wir doch... Warte mal, wir haben doch auch hier... Elementare aufspüren. Da ist Tidris. Da. Halt, stehen bleiben, junger Mann. Stehen bleiben. Oh, ich hoffe, wir pullen dahinter das andere Elementar nicht. Sieht gut aus. Okay, nice. Das ging ja dann relativ flott. Wobei die Frage ist, der gibt ja eine Quest, ne? Erstmal abwarten, was der von uns will. Beschmutzte Wasserkugel. Ich habe den guten Ruf der krassen Krabbe beschmutzt. 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 So. Der schlagende Elementar hat eine intensiv glühende Kugel aus Wasser zurückgelassen. Der Inhalt dieser Kugel ist bestenfalls als abstoßend zu bezeichnen. Eine sichere Annahme, dass was auch immer das Wasser, das... Was? Achso, des Mystrale Sees beschmutzt hat, höchstwahrscheinlich im Wasser dieser Kugel enthalten ist. Bringt die beschmutzte Wasserkugel zu Mastok Ryle Hiss im Splinter Tree Posten. Machen wir sehr gerne. Da würde ich auch sagen, wir nutzen unseren Ruhestein. Weil ich einfach zu voll bin, die Strecke zu laufen. Und dann müssen wir einmal die Quest, ich hoffe, die können wir im Splinter Tree Posten annehmen, einmal die Quest mit den Furbolgs.
Aber erstmal hier. Ich habe euch erwartet. Natürlich hast du das. So, Chateaubriands Kopf. Oh, die Jagd ist abgeschlossen. Was? What? Er hat einfach eine Anlegeeigenschaft. Das ist ja ziemlich sick. Beim Kampf gegen Wildtiere wird die Angriffskraft um 18 erhöht. Überhaupt keine Ahnung, wie gut das ist. Und es ist halt sehr spezifisch. Aber es gibt keine Zweifel an unserer Kraft und unserer Hartnäckigkeit. Das wollen wir mal sagen. Aber nehmen wir natürlich. Ich glaube, aber den werde ich verkaufen. Seht da, also wir geben halt 5 Beweglichkeit auf, ne? Und Beweglichkeit ist... Oh, warte mal. Doch, Beweglichkeit erhöht die Angriffskraft sowohl... Ich weiß allerdings gar nicht. Ich weiß gar nicht genau, wie man das rechnet. Also wie viel Beweglichkeit, wie viel Damage ausmachen. So genau nehmen wir es jetzt aber auch nicht. Du hast 100 pro eine Folgequest. Sag ich ja. Was? Genoi? Genoi? Genève? Genève formiert in den Ring. Der Erdenring ist eine schamanistische Gruppe, die sich dem Studium und dem Erhalt der Elemente widmet. So, ziehen wir jetzt den Rest der Folge durch. Sie hat bereits mehr über verrückte alte Götter und uralte Legenden und Lehren vergessen, als die meisten Gelehrten jemals in Erfahrung bringen werden. Weiß ich nicht, ob ich damit hausieren gehen würde mit der Aussage. Zu eurem Glück kenne ich jemanden hier in Ashenvale, der Mitglied des Irdenen Rings ist. Geht hinüber zum Zoramgar Außenposten. Ah, sehr schön. Bringt die beschmutzte Wasserkugel zu. Ist ja wirklich so je neu. Und dann kriegen wir... nee. Obwohl. Also halt... Das ist schon interessanter. Naja, erstmal wollen wir König der Vollen des Knollen Quest... Knäueln. Quest abbrechen. Ah, okay, das haben wir hier oben angenommen. Ja, nun gut. Da müssen wir ja jetzt eh hin. Gehen wir Quest Nummer 1 ab. Was kann ich für euch tun? Dann werden wir da die Quest annehmen für... Ich blende mich mal aus, wieder ein bisschen cineastisches Gefliege. Genau, ich werde dann die Quest annehmen für die Furbolgs. Glaube aber, dass ich die jetzt gerade nicht machen werde. Wir heben uns die auf. Das wird natürlich alles gemacht. Aber ich denke... Wir geben die Wasserkugel-Quest ab. Oha! Oha! Die Wasserkugel-Quest ab und dann... Dann werden wir nach 1000 Nadeln fliegen. Das habe ich mir jetzt... Also ich habe mir jetzt vorgenommen, dass wir diese Folge noch in ein neues Gebiet gehen. Und das machen wir dann auch so. Da wird... Nicht streiten. Da wird nicht diskutiert. Erstmal einen Schluck Wasser gegönnt. Der Flug da hoch zum Zoramgar-Strand ist auch erstaunlich lang, ne? Also dafür, dass das auf der Karte gut, ne? Ist halt am jeweils anderen Ende des Gebiets. Aber trotzdem irgendwie. Ich finde, man hat so ein... Man denkt immer, dass die Reittiere oder dass die Flugmounts schneller sind, als sie es tatsächlich sind. Gerade die von den Flugmeistern. Nein, Dragonflight, jetzt kannst du ja auf den Dragonflight-Inseln mit deinem eigenen Drachen rumpesen und so ein freies Hin- und Hergefliege machen. Und die sind halt wirklich absurd viel schneller als ein Standard-Flugmount. Und das fühlt sich halt wirklich, wirklich gut an, von A nach B zu düsen. Aber früher, ja, gab es sowas ja nicht. Da hat man irgendwie, glaube ich, noch von damals dieses Gefühl von, oh, Flugmounts, das ist ja Geschwindigkeit pur. Ja, Pustekuchen. Das muss man sich halt auch mal geben, ne? Überlegt mal, das ist eine riesige Welt ohne jegliche Loading-Screens. Die einfach seit 2004... Das war so seiner Zeit voraus. Ja, es gab andere MMOs, ist ja gut.
Ach, guck mal, hier schön. Mit dem Sonnenaufuntergang? Keine Ahnung. Mit der Sonne halt. Schön warm. Ich muss mal, mein Troll muss ich eincremen, sonst kriegt er einen Sonnenbrand. Ah, da sind wir doch schon. Zoramgar. Außenposten. Und von ihm haben wir die Quest. Dann nehmen wir die ja nochmal an. Und mit wem muss ich schnacken? Ah, mit ihr. Mit ihr, mit ihm? Wer ihr sein denn? Huch. Warum sind denn hier noch so viele? Ach, das sind die Dungeon-Quests. Alles gut. Was denn so witzig? Ich verbringe eine Menge Zeit damit, das Wasser, eigentlich alle Elemente so intensiv zu studieren, dass ich manchmal nicht einmal die Leute um mich herum wahrnehme. Okay. Sehr beunruhigend. Das ist ja, das klingt ja nicht so geil. Viele der mächtigeren Elementare beziehen ihre Kraft und Energie aus solchen Gegenständen. Einen davon quasi intakt zu finden, ist eine Sache in dermaßen, ist eine Sache in dermaßen besudelt vorzufinden, eine ganz andere. Ich werde dafür Sorge tragen, dass diese Kugel vom Irdenring gründlich untersucht wird. Irdenring wird übrigens auch noch eine Rolle spielen. Merkt euch den Namen. Vielleicht können wir dieser Verderbnis der Elemente ein Ende bereiten. Okay, und wir müssen gar nichts mehr machen. Ja, dann her mit dem Gürtel. Und ich glaube, den ziehen wir an. Na, wir verlieren halt 1 Beweglichkeit und 2 Ausdauer. Aber halt flat 12 Angriffskraft, das gefällt mir ganz gut. Keine Ahnung, ob das... Ob das jetzt wirklich so sinnig ist? Warte mal. Nee, doch, das sind alles Dungeon-Quests. Okidoki. Dann. Bleibt mir wirklich nichts anderes übrig, als einmal kurz hier die Lage zu checken. Das Brachland, das ist alles erledigt. Hier ist eine Level 30-Quest, aber ne, da lassen wir erstmal noch die Finger von. Kriegerheld Moonhorn. Wie machen wir das jetzt am besten? Na, ich habe ja hier den Flugpunkt schon mal genommen, clevererweise. Aber da sind wir ja dann schon ein bisschen im Gelände. Das ist ja nicht der... Das wollen wir ja so eigentlich. Boah, ist das weit. Leute, ich habe eine Idee. Wir fliegen da jetzt runter. Ich mache für euch einen Cut, weil das ist wirklich ein bisschen sehr weit. Und wir sehen uns jetzt gleich am Eingang von 1000 Nadeln. Bis gleich. Leute, wir haben es geschafft. Herzlich willkommen in 1000 Nadeln. Und dann wollen wir uns auch mal direkt die ersten Quests... Oh, Entschuldigung, junger Mann. Dann wollen wir uns auch mal die ersten Quests hier von Monsieur Kriegerheld Moonhorn abholen. Mal schauen, was hier gemacht werden muss. Nachricht zum Freiwindposten. Cool, da komme ich gerade her. Tapferer Reisender. Die Zentauren haben ihre Angriffe in diesem Gebiet. Schon wieder Zentauren. Der Freiwindposten muss umgehend über diese erneuten Angriffe informiert werden. Sucht Klippenbehüter Longhorn am Freiwindposten im Südosten. Hä? Das war irgendwie... Okay, wir suchen die Person auf. Und gebt ihm diese dringende Nachricht. Was seht euch vor und geht dem hier in der Nähe herumlaugernden Grimm-Totem-Clan aus dem Weg. Aber natürlich, wir werden die Nachricht überbringen. Gibt es hier sonst eine Quest, bevor ich... Nö. Das wird hier unten sein. Alles klar, Leute. Den Weg kennt ihr jetzt natürlich leider schon ein bisschen. Aber wir steigen ja jetzt so richtig offiziell in 1000 Nadeln ein. Deswegen nehmen wir das nochmal mit. Wir müssen dann natürlich in Zukunft noch einmal hier ins Steinkrallengebirge. Ach. Ordanus war eine... das war eine Steinkrallengebirge-Quest. Na gut. Eines schönen Tages werden wir nochmal zurück ins Steinkrallengebirge und nach Ashenvale gehen. Da sind ja noch ein paar Sachen zu erledigen. Aber für den Moment... Machen wir jetzt hier einfach mal weiter. Wollen wir uns ein Level setzen? Sagen wir mit 30. Weil das ist ja dann auch quasi nur ein Level. Oha, ja, ho. Ein Bote? Der wird sein Ziel niemals erreichen. Sagen wir 31. Okay. Mit 31 düsen wir zum Steinkrallengebirge und nach Ashenvale. Machen da die Quests fertig. Dann haben wir das abgearbeitet. Und dann...
geht's endgültig mit 1000 Nadeln weiter. Aber jetzt fürs Erste schauen wir uns hier erstmal um. Und auch nächste Folge leveln wir hier erstmal ein bisschen rum. Wir haben einen Brief. Der startet ja sogar eine Quest. Oh, nice, haben wir direkt. Guckt euch das an. Der hat eine Riesenroute und wir haben ihn einfach direkt am Anfang gefunden. Das ist ja ein Traum. Oh, ein Auftragsmordplan. Ach du meine Güte. Der Taurenkanati Greyclaw? Was ist denn ein Kanati? Lese ich das falsch? Ein Kanati? Ein Kanati? Naja, wie auch immer. War so dreist, in 1000 Nadeln ein Jägerlager aufzuschlagen. Wir müssen ihn töten, damit dieses Jägerlager und alle, die ihm möglicherweise folgen, verschwinden. Ha. Na, das sehen wir mal noch. Das müssen wir zum Weißgipfel Außenposten bringen. Ja, das ist ja hier um die Ecke. Machen wir das doch gerade mal. Dann sieht man auch ein bisschen was Neues von 1000 Nadeln. Und nicht nur das, was wir schon... Wann waren wir denn hier letztes Mal? Vor 2 Folgen? Könnte gut sein. Achso, und ich glaube, elementare Anzeigen, das können wir wegmachen. Dann doch lieber Humanoide. Ich wollte gerade Humanoide aufspüren. Wieso wird mir denn auf dem... Ich hinterfrag das einfach nicht. Da wird schon alles irgendwie seine Richtigkeit haben. Wir gehen einfach mal weiter. Wo ist denn dieser Posten? Ist der auch irgendwo oben? Oder? Ah, nee, guck mal. Der ist hier unten am Boden. Die sind am Boden geblieben. Boah, und die haben einen richtig krassen Kodo mit dabei. Das ist der Posten. Das ist ein Zelt. Na gut. Dann ist es ein Posten. Ah, guck mal, und er ist sogar Kanati Greycloud. Das ist einfach sein Vorname. So, Schützen. Es könnten allerdings noch viel mehr Zentauren geben, als ich dachte. Deshalb bitte ich euch, zusammen mit mir gegen diese gemeinen Auftragsmörder zu kämpfen. Ah. Jetzt hier sofort. Ja, komm, warum nicht? Hier kommen sie. Sie haben nur darauf gewartet, dass ich die Quest annehme. Oh, der hält aber nicht so viel aus, ne? Aber müssen wir schnell sein. Aber so mag ich das. So ist es gut. Wir haben ja 2 Tanks da vorne mit Pumba und ihn halt. Wobei, er darf natürlich nicht sterben. Vor allem, was passiert, wenn er stirbt? Muss ich dann den Wisch auch nochmal neu finden? Nee, ich glaube nicht. Ah Gott, ich bin ja super doof. Nee, stimmt. Nein. Oh. Ich dachte, Pumba holt sich noch schnell die Aggro. Und was macht er hier? Fireman. Ist er gerade voll seine Muskeln am zeigen? Was soll denn das? Der hätte auch mal helfen können. Alle hier hätten auch mal helfen können. Was ist denn los mit euch? Das kann doch so nicht angehen. Stirb. Meine Güte. Da war ja nix. Das ist denen völlig egal. Ist denen völlig egal. So, was ist jetzt mit der Quest? Die ist natürlich gescheitert. Weil wir machen es hier. Eschenwell weg. Steinkrallengebirge weg. 1000 Nadeln. Ja. Müssen wir auf seinen Respawn warten. Ich würde sagen, wir nehmen in der Zwischenzeit mal hier die Quest an. Hyperkondensator-Dings da. Ja, man kennt's. Der einzige Überlebende des Angriffs der Zentauren auf unsere Karawane. Ja, ein rarer, aber mächtiger Panther bewacht mein bestes Dings da. Okay. Das um seinen Hals okay. Sogar die Zentauren erzittern in Anwesenheit dieser wilden Bestie. Hier ist der Schlüssel zu dem Käfig. Sie haben alles dorthin gebracht, ihn aber in Ruhe gelassen. Erledigt diese Bestie, bringt meinen Hyperkondensator zurück und ich werde euch belohnen. Wo ist das? Ah, hier hinten. Das ist eine 30-Plus-Quest. Das lassen wir. So, und bei ihm müssen wir auf den Respawn warten. Das heißt... Tschüss! Also, wir müssen noch woanders hin. Wir haben noch wichtige Dinge zu erledigen. Ich breche die Quest doch erstmal noch nicht ab. Das mache ich erst, wenn wir wieder hingehen.
würde nämlich ungern irgendwas kaputt machen damit. Das heißt, wir spazieren da einfach demnächst nochmal hin. Wir sind jetzt hier erstmal ein bisschen am Leveln, am Questen. Und wenn wir dann wieder beim Weißwindposten sind, können wir das ja alles entsprechend regeln. Jetzt geht's aber erstmal zum Freiwindposten. Das ist nochmal ein kleiner Marsch. Aber das ist halt so in WoW. Das ist eigentlich ganz geil. Man kann ja hier so schöne Sachen machen wie Plate. Dann sehen wir zum Beispiel, dass wir mit diesem Charakter jetzt schon einen Tag 13 Stunden 21 Minuten und 37 Sekunden gespielt haben. Und wir sind bereits seit zweieinhalb Stunden auf Stufe 28. Ist aber auch nicht mehr viel. Das wird sich gleich ändern. Wäre ganz geil, wenn man so einen Schrittzähler hätte. Weil ich glaube, in WoW haben die Leute... Uiuiuiui. Wenn du die Schrittzahl im echten Leben hättest, dann wärst du wahrscheinlich dermaßen fit. Könntest du bis ins Ende der Welt gehen. Und noch eine Ecke weiter. Ah, Jungs sind schon. Nee, aber warte mal. Was ist denn das dann für ein Posten? Weil der. Freiwindposten. Der Freiwindposten da hinten? Was ist denn da oben? Und da hinten ist auch noch so eine Brücke. Wobei der Heini meinte ja eben, dass es hier noch den... Die Grimmklauen? Die hatten wir doch schon mal, oder? Sind die Grimmklauen nicht die gleichen gewesen, die hier in Malakajin? Da! Posten der Grimmtoten. Die sind aus dem Steinkrallengebirge. Und die haben auch hier eine Niederlassung. Wieso? Ja, das ist das Grimmtotenwerk. Ich arbeite hier seit 10 Jahren. Das ist ja sehr interessant. Na gut. Oh, Pumba ist ja... Warum ist er denn so unzufrieden? Hier, nimm mal eine Melone. Dann können wir, wenn wir jetzt da oben sind, weil das haben wir ja letztes Mal alles links liegen lassen, können wir zunächst mal gucken, ob wir Munition da bekommen, weil das wäre schon ganz essentiell. Dann natürlich Ruhestein setzen. Super wichtig. Mal schauen. Ich denke aber, dass wir da beides bekommen. Das würde mich wundern, wenn nicht. Hier, da sehe ich doch schon was Gasthausiges. Oh, mit einem Steckbrief. Anak Grimmtotem. Die Trolle haben ja einige Probleme mit ihren Mittauren. Noch mehr schlechte Nachrichten. Jetzt sind diese Zentauren zu weit gegangen. Sie haben einen meiner Nachschubkarawanen überfallen und die gesamte Truppe abgeschlachtet. Oh, das wird... Ja, da wird ganz bestimmt nicht ohne Strafe bleiben. Ja, die Zentauren zur Strecke bringen. Sie sollen den Zorn unserer Rache spüren. Das wird erledigt. Und hier ist ein Gastwirt. Wunderbar. Ja, Handwerkswaren. Sucht er etwas Bestimmtes? Ja, ich suche Pfeile, meine Guteste. Aber lass mich dir... Oh, Seite 4 ist gar nicht... Nee, ist Müll. So, das heißt, der kommt weg, weg. Weg. Das kann alles... Ordanos Kopf. Oh, der fault jetzt noch in der Tasche so vor sich hin. Nein, den geben wir ja dann noch ab. Ein geringer Mana-Trank. Ja, kann weg. Okay. So kann es erstmal bleiben. Jetzt würde ich gerne noch... Ah, guck mal, gemischt waren. Du hast doch... Ja. Ein Schneidenpfeil. So, wir bekommen inzwischen... nur noch scharfe Pfeile. Wir haben ja hier raue Pfeile. Wartet mal. Das ist jetzt... Ach. Ich überlege, ob ich die rauen Pfeile einmal wegwerfe. Um zu schauen, ob ich die inzwischen nutzen kann, die scharfen Pfeile. Aber die waren ja bisher... Na komm, wir kaufen die einfach mal. Die haben genau das gleiche Bild, ne? Ah, ich hoffe einfach, dass wir die jetzt nutzen können. Dass das alles ordentlich aufgeht. Aber gut, dann würde ich doch sagen, so wenn wir schon hier im Gasthaus sind, dann haben wir uns die Auszeit auch verdient. Hier so muckelig hier vorne an so eine Feuerschale stellen.
weil es ja so ein kaltes Gebiet hier ist. Oh, ah, nicht so nah an die Feuerschale. Und dann würde ich sagen, das war eine weitere Folge World of Warcraft. Wir sind raus aus Ashenvale fürs Erste, sind in 1000 Nadeln angekommen und haben auch schon, glaube ich, mehr als genug zu tun. Und da werden wir uns nächste Folge drum kümmern. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Macht's gut.